Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 14 neuen Mods, 12 Updates und einer neuen Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich erwähnen, dass dieses Video präsentiert wird von Henning. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Des Weiteren möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sarah, Chris und Doomlord für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Fox Farms von Zoli 708, Downloadgröße 91,86 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Mod Desk Version erhöht, Bodenkarte hinzugefügt, Precision Farming DLC, Kuhweidetorwarnung behoben, Befüllung von Kuhweidemilch behoben. Die nächste Karte, die ein Update bekommt, ist die Goldcrest Valley von Puma 145, Downloadgröße 285,87 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Placeable Farmhouse und Strawbahn erstellt, zwei neue Produktionspunkte hinzugefügt, neuer Zug hinzugefügt, Ackerlandanordnung geändert, Gras gewechselt, Limettentextur korrigiert, das ist hier wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler und sollte heißen Lime-Textur oder die Kalktextur wurde korrigiert. Visuelle Fehler behoben. Und die dritte Karte, die ein Update bekommt heute, ist der Risuxwald von JM Gaming, Downloadgröße 77,09 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, der Bereich Shop wird geändert, der Zugang zum Sägewerk wurde geändert, erhöhte Kapazität des Sägewerks, Hinzufügen eines Teiches, aus dem Wasser entnommen werden kann, neue Texturen und Pflanzen für den Landschaftsmodus hinzugefügt, die letzten schwimmenden Bäume entfernt. Es ist jetzt möglich, etwas Laub vom Boden zu entfernen. Ich würde mal sagen, bei alle drei Karten ist ein neuer Spielstand erforderlich, obschon es nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Dann kommen wir zu den nächsten Updates und zwar kommt dies eine für den Ponce Scorpion King von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 39,03 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Ketten und Bänder Farbwahl hinzugefügt, Ketten und Bänder Fehler behoben, Massepunkte überarbeitet, Reifen auf normale Breite geändert, Realismus-Mods Fehler behoben, Sonnenblenden gegen Scheibentönung ersetzt, Sounds angepasst. Das nächste Update kommt für das Fendt Carco Pack von Bayern Agrar, Downloadgröße 13,09 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, AI Attachments Agent hinzugefügt, Mod Desk auf 66 erhöht. Der Dirtynator von Joos kriegt das nächste Update, Downloadgröße 1,06 MB in der Version von 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, tragbarer Dirtynator hinzugefügt. Der Straubmann SEK 802 von Archimobil kriegt das nächste Update, Downloadgröße 6,12 MB in der Version jetzt von 1.5.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Autoloader-Konfiguration geteilt in normal, nicht zu hoch beladen und extrem beladen wie bisher sehr hoch. Gewicht und Schwerpunkt verbessert. Das Paket mit platzierbaren Lagertanks kriegt das nächste Update und zwar kommt dieses von Flaste 94, Downloadgröße 2,28 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbesserte Store-Image und Mod-Icons, reduzierte Kosten zum Befüllen von Tankwagen, erhöhte Gesamtpreis des Objekts, um die Reduzierung des Füllpreises auszugleichen, verbesserte Objektplatzierung. Das nächste Update kommt für den Ballen- und Fahrzeugunterstand von Rajak, Downloadgröße 7,68 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Mod Desk Version angepasst, einige Fehler behoben, zwei kleine Unterstände hinzugefügt, Schneeplane hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Autoload Stock Trailer Pack von John Wayne 1930, Downloadgröße 29,09 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Salec ANS 1900 hinzugefügt, Update Desk Version, XML-Anpassungen aus dem Basisspiel übernommen für den DD24073, den DPW 1800, den MHAL 4320 und den PWO 24 und den Transportwagen. Abladeposition angepasst.
Und das letzte Update kriegt die Mod Profischuss von Mantrid, Downloadgröße 89 KB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Hier werde ich das Änderungsprotokoll nicht in jedem einzelnen Punkt durchgehen, da es sehr, sehr, sehr lang ist, aber ihr könnt gerne das Video pausieren, um jeden einzelnen Punkt einzeln durchlesen zu können. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Stone Valley 22, kommt von Lancy Boy, Downloadgröße 140,11 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen im Stone Valley 22. Diese Karte ist in Illinois in Amerika. Es war in Besitz von einem Landwirt, aber unglücklicherweise aufgrund der Nachfrage der Landwirtschaft, der Besitzer der Farm, aufgrund großer Nachfrage hat er Besitzer der Farm beschlossen, dass es zu viel für ihn ist. Also hat er seine gesamte Ausrüstung auf den Feldern gelassen und beschlossen, die Farm zu verlassen. Ein bisschen komisch hier der Text, aber auf jeden Fall kann ich verstehen, dass der Besitzer abgehauen ist und alles stehen und liegen gelassen hat und es jetzt an uns ist, diese Farm zu führen. Du musst die verbleibenden Arbeiten wie Mähdreschen, Kultivierung und die Aussaat von Raps zu Ende bringen und die Steintalfarm wieder zum Laufen bringen. Bist du der Herausforderung gewachsen? Alle Felder sind realistisch mit Wasserwegen. Einige Bereiche sind fiktiv. Zweimal benutzerdefinierte Kulturen hinzugefügt, einmal Klee und einmal Alpha-Alpha, also Luzerne. Und das Luzerne-Heu, also das Alpha-Alpha-Heu, kann an die Kühe gefüttert werden. Neuer Farmer, Farmmanager und Start from Scratch wurde hinzugefügt. Oxygen David benutzerdefinierte Beleuchtung hinzugefügt. Alle neuen überarbeitete Bauernhofmodelle sind von mir selbst, Lancy Boy. Breitengrad-Koordinaten stehen mit den von Illinois überein. KI-Helfer hinzugefügt. Kompost hinzugefügt. Produktion wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden. Wasserwegen können überflutet werden, also sei vorsichtig. 31 Felder mit Wasserwegen, die überflutet werden können. 2 bebaubare Flächen. 9 Verkaufspunkte. 2 Produktionsflächen müssen eingebracht werden. Jahreszeiten Visuals. Sammlerstücke. Nummernschilder aus Illinois in die Karte integriert. Land muss gekauft werden, bevor Tiere eingesetzt werden können. So, also, wenn wir als neue Farmer starten, betreten wir die Karte hier an der Stone Valley Farm, hier direkt an der Straße an. Und deswegen würde ich doch sagen, gehen wir gleich mal hier auf diesen Bereich hier. Da haben wir schon mal unseren Wow-Wow und hier haben wir unseren Pickup. Wir machen mal den Rundgang so rum. Hier haben wir eine leerstehende Halle. Da kann auch Licht angemacht werden, also sehr schön. Dann haben wir hier eine weitere dieser Hallen. Des Weiteren haben wir hier schon mal unser Silo stehen und da ist schon etwas drin. Das schauen wir uns danach an. Des Weiteren steht einiges an Equipment rum hier. Ein Traktor, einen Anhänger. Hier haben wir weitere Hallen, die hier auf dem Hof verbaut sind. Wir haben hier einen Wassertank. Und hier haben wir schon mal ein Hühnergehege, was kein Wasser braucht und aber schon mit 7 Hühnern bestückt ist. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal unser Gut hier, also der Hof, der verlassen worden ist. Wir schauen uns mal die PDA an und wir können sehen, dass unsere Hoffläche eigentlich hier zentriert ist, also zentral auf der Karte. Die Außenbereiche gehören auch mit zum Hof hinzu, könnte verkauft werden für 0 Euro, sind ca. 60 Hektar. Und wir können auch hier sehen, dass hier das Equipment weit verteilt ist. Also wir haben einen Traktor hier am Feldrand des Feldes 2. Wir haben einen Drescher, der schon auf dem Feld 2 steht. Und wir haben einen weiteren Traktor, der am Feld 6 steht. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender. Und wie schon gesagt, gibt es 2 Zusatzfrüchte. Einmal Alpha Alpha und einmal Clover, was Klee bedeutet. Des Weiteren schauen wir gleich mal in unseren Verkaufskatalog rein und sehen, dass da schon 43.000 Liter Weizen im Silo warten. Natürlich ist das sehr praktisch, weil wir ja auch schon etwas an Hühnern haben. Des Weiteren können wir gleich sehen, wenn wir hier gleich durchgehen, dass hier eigentlich alle Früchte verkauft werden können und auch alle Tierprodukte respektive auch alle Produkte aus den Produktionsstätten können hier verkauft werden, ohne irgendwelche Ausnahme.
Wir können sehen, Verträge sind auch vorhanden, Produktionsgebäude gehören uns noch nicht. Das Startequipment gehen wir mal kurz durch. Wir haben drei mittelgroße Traktoren, einmal einen 4755er John Deere, einen 7810er John Deere und einen Massey Ferguson 3670. Des Weiteren haben wir den Topliner von Deutz Fahr mit seinem Schneidewerk und dem Schneidewerkswagen. Wir haben unseren Pickup, wir haben einen Welger Anhänger, wir haben einen Rabe Grubbe von 2,5 Meter Breite, wir haben eine Sämaschine mit 3 Meter Breite und wir haben noch 2 Tenwickelgewichte mit dem Gewicht von jeweils 750 Kilo. Wir gehen mal in diese Geräte rein, die an den Feldrändern stehen. Also zum einen hier diesen 4755er und wir können sehen, der ist hier schon bereit oder mitten beim Grubbern von diesem Feld. Des Weiteren haben wir hier drüben unseren Topliner, der steht auch schon bereit zum Weiterfahren hier. Hat auch schon 1770 Liter Weizen im Korntag drin und da kann man einfach weitermachen. Des Weiteren haben wir noch diesen 7810er John Deere, da steht er auf dem Feld mit der Sämaschine dran und hier kann fröhlich Raps weiter angebaut werden. Die Feldgrößen, die vorhanden sind auf dieser Karte, die bewegen sich im größeren Bereich. Also wir haben hier ein Feld mit 33 Hektar, wir haben hier 16 Hektar, ca. 12 Hektar. Die kleineren Felder sind so um die 8 Hektar auch hier. Dann haben wir hier eine große Parzelle mit 31 Hektar. Dann gibt es hier drüben nochmal so ca. 30 Hektar. Also es ist eine Karte, wo man auch mal mit größerem Equipment hantieren kann. Wir gehen mal kurz auf einen kleinen Rundflug hier und zwar, wenn wir auf die Karte gucken, sind die Grundformen eigentlich quadratisch praktisch gut der Felder. Jedoch haben sie natürlich diese Wassergräben eingebaut. Das heißt also, hier wird der Helfer oder zumindest der Standardhelfer nicht große Freude haben. Deswegen also hier kann man zwar die großen Geräte hervornehmen, muss aber natürlich auch wahrscheinlich einiges selber machen. Die Karte ist ziemlich flach, sie hat eine kleine Senke drin im Zentrum der Karte. Außenrum ist es auch wieder ziemlich flach. Es gibt hier unten ein paar Waldbereiche, aber die sind nicht unbedingt gedacht für die Forstwirtschaft. Hier unten gibt es einen Hof, der natürlich dann auch angekauft werden kann. Und zwar ist das dieser Hof hier, hat eine Fläche von 1,6 Hektar und kostet 23.000 oder knappe 24.000 Euro. Auf diesem Hof steht ein Schafstall mit der Kapazität von 200 Schafen, die auch Wasser benötigen. Hier kann das Futter dann abgeladen werden. Das ist also dieser Schafstall hier. Dann haben wir hier einen kleineren Treibstofftank und wir haben hier natürlich die weiteren Elemente dieses etwas kleineren Hofes. Des Weiteren sind wir hier unten, dass es hier unten einiges an Verkaufsstellen gibt. Hier ist der Viehhändler auf jeden Fall. Dann sehen wir hier drüben auch noch weitere Hofflächen. Und dies hier scheint eine Kuhfarm zu sein. Und zwar passen hier 150 Kühe rein. Das ist eine weitere Farm in diesem Sinne. Hier kommt das Futter rein. Hier haben wir eine Halle mit Unterstand. Und wie schon erwähnt, sind diese Gebäude alle modelliert von Lancy Boy selbst. Hier haben wir noch ein paar Keilsilos, die wir hier nutzen können, Bunkersilos. Hier haben wir einen Friedhof, der hat wahrscheinlich keinen Nutzen, aber ist einfach dekorativer Natur. Des Weiteren haben wir hier ein paar weitere Sachen, die man dann nutzen kann, wie sehr schön. Wir sehen uns jetzt dann gleich mal die verschiedenen Verkaufs- und Ankaufsstellen an, wie natürlich eben auch noch welche Produktionen verbaut sind. Hier haben wir noch einen weiteren Hof. Ich glaube, das könnte die Schweinezucht sein. Ja, und tatsächlich hier haben wir Platz für 400 Schweine in diesem Stall. Hier muss Wasser hinzugebracht werden und hier haben wir natürlich noch weitere dieser Unterstände von Lancy Boy. Produktionsstätten sind keine verbaut auf dieser Karte. Dann gibt es Hohlstationen oder Kaufstationen. Die haben wir hier einen mittleren Treibstofftank. Wir haben bessere Erdeprodukte.
Wir haben auf jedem Hof einen kleinen Treibstofftank, der da steht. Dann haben wir hier natürlich noch einen Wassertank. Wir haben hier einen mittleren Treibstofftank, einen Wassertank auch hier. Hier haben wir bessere Erdeprodukte. Hier haben wir Stone Valley Fuel Stop. Des Weiteren haben wir Abladestationen. Das sind unsere Verkaufsstellen. Das ist der Viehhandel hier, North Valley Bales. Das ist hier North Valley Farm Storage, da haben wir unser Farm Silo, dann haben wir ein getreidereiches Tal, dann haben wir Fast Food Restaurant, wir haben Stone Valley Fuel Stop und wir haben Supermarkt sowie Verkauf im Tal. Tiere sind also auch eingebaut auf der Karte. Man sieht die Kuhstelle oder die Tierstelle natürlich erst, wenn man die entsprechende Parzelle gekauft hat. Auf jeden Fall, ja, das ist die Karte hier. Ich finde die Karte sehr, sehr schön gemacht. Es ist halt natürlich im amerikanischen Stil. Aber ich finde auch die Einführung cool. Irgendwie, dass jemand abgehauen ist, die Farm so überlassen, hinterlassen hat und man jetzt einfach quasi hier in dessen Fußstapfen steigt. Finde ich cool gemacht. Die Karte gefällt mir. Klar, es ist nicht eine europäische Karte, es ist eine amerikanische Karte. Ist klar ersichtlich. Ist große, hat große Felder, eckige Felder, aber auf jeden Fall könnte ich mir schon überlegen oder vorstellen, hier etwas zu spielen. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar kommt die erste neue Mod von Viper TTS 96, heißt Spiele automatisch speichern, Downloadgröße 14 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Automatisches Speichern ohne Öffnen des Menüs, während Sie spielen, in dem im Spiel eingestellten Intervall. Verlieren Sie nie wieder stundenlange Arbeit, wenn der Strom ausfällt und Sie vergessen haben zu speichern. Nur für den Einzelspieler-Modus. Die nächste neue Mod heißt Agri Manutention Werkzeugpack von Fred Modding. Downloadgröße 16,19 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit verschiedenen Anbauteilen für den Teleskoplader. Und zwar zum einen den Agri Manutention GV04. Das ist natürlich eine Gabel oder Schaufel mit einem Volumen von 1260 Litern, wiegt 740 Kilo und kostet 4000 Euro. Eine Erweiterung kann hinzugebaut werden, und zwar einmal ohne Erweiterung mit Abweiser. Dann gibt es mit Erweiterung und natürlich mit Erweiterung und ohne Abweiser. Dann haben wir den, Achtung jetzt, GT16 2000 GR. Ist natürlich eine Ballengabel oder Zange. Wiegt 590 Kilo und kostet 2000 Euro. Des Weiteren haben wir den GV032450CV. Das ist eine Schaufel für natürlich Kartoffel und Zuckerrüben. Hat ein Volumen von 2100 Liter, einem Gewicht von 500 Kilo und kostet 1500 Euro. Des Weiteren haben wir den GT015000LDXX. Das ist eine Schaufel mit einem Volumen von 5000 Litern und dem Gewicht von 1,3 Tonnen. Der Preis 2000 Euro. Und dann kommt eine ganze Reihe an Schiebeschildern. Und zwar angefangen mit diesem hier. Das ist, ich will das gar nicht jetzt aussprechen. Das ist dieses hier mit einem Gewicht von 665 Kilo und einer Arbeitsbreite von 2,2 Meter. Der Preis 2000 Euro. Und das geht dann weiter bis und mit zu dem hier. Das hat dann ein Gewicht von 1,1 Tonne und eine Arbeitsbreite von 4,5 Meter. Der Preis 7500 Euro. Deswegen gehe ich hier nicht jeden einzelnen durch, weil es überall dasselbe ist. Wir kommen zum Gewicht 750 Kilo. Das kommt von Nikodu 55, Downloadgröße 2,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Gewicht hier, wiegt natürlich 750 Kilo und kostet 700 Euro. Bei der Konfiguration kann zusätzliches Gewicht hinzugebaut werden, und zwar einmal zu 1020 Kilo, 1200 Kilo, 1380 Kilo und 1560 Kilo. Dann beim Design kann ausgewählt werden, ob dieser Stab drauf gebaut werden soll oder nein. Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft dann die Anbaugewichte. Wir kommen zum JCB Fast Track 3200 Extra
von STV Modding Downloadgröße 10,24 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 195 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Liter, 45 Liter DEF, 70 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 9 Tonnen und kostet 162.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokian und Trelleborg. Die Innenraumfarbe kann geändert werden, und zwar von Standard zu Grau und zu Leder. Das Design kann geändert werden von Standard zu Aufbau, und zwar kommen hier ein paar Lichter hinzu, eine weitere Erweiterung und dann noch die Erweiterung 2. Die Motorenausführungen haben den 3200er extra mit 195 PS, dann haben wir den 30er mit 230 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Wir kommen zum Holzanhänger. Dieser kommt von Henry NDF, Downloadgröße 3,4 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen und kostet 4.000 Euro. Hinten kann das Zugmaul, was hier angebaut ist, entfernt werden. Dann die Reifenvarianten, die kann man mal kurz durchklicken. Es gibt hier verschiedene Standardreifen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Wir kommen zum Lizard Klasse C 450, 455er und 460er Tieflader. Dieser kommt von FSG Modding, Downloadgröße 7,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Gewicht von 9,5 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Das Modell kann gewählt werden von C450, gerade Anhängervorrichtungen, dann den C455 mit der Schwanenhalseinrichtung und dann den C460, das Semi-Deck. Die Side-Decks können geteilt werden mit Holz oder Teilen. Schwalbenschwanz-Seitendecks können geändert werden von Holz zu Stahl, das sind diese hier. Dann Schwalbenschwanz-Mitteldeck kann auch geändert werden zu Stahl oder dann ohne. Ungerade Mitteldecks können auch geändert werden, und zwar in diesem Stile hier, auch mit Stahl oder dann offen. Selbst Centerdecks können auch natürlich geändert werden, auch zu Stahl oder offen. Dann gibt es die Schmutzfänge hier hinten, die können getauscht werden von einfach zu mit Logo und zu keinen. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser extra großen Farbpalette hier. Die Holzfarbe kann natürlich aus diesen Holztönen gewählt werden. Dann gibt es die Stahlfarbe, die kann aus diesen verschiedenen Grautönen und Texturen gewählt werden. Dann die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der schon gesehenen Farbpalette. Die nächste Neumod heißt Komatsu 4Water Pack, kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 65,07 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen 4Watern, und zwar den einen, der 855er, der kommt mit einer Leistung von 231 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 160 Litern, 23 Litern für DEF, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 18,3 Tonnen und kostet 206.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olofors, Nokian und Trelleborg. Dann die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch wie immer. Haubenschutz gibt es hier auch, einmal ja oder nein. Kabinenbeschriftung gibt es auch. Und zwar kommt hier ein kleiner Text drauf. Dann gibt es die Heckwarnmarkierung. Das ist diese hier. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette für den HR Forst und Fahrzeugbau. Die ist immer sehr, sehr ausgiebig und groß. Dann Bänder- und Kettenfarbe. Das haben wir schon gesehen. Das ist dieses hier. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Dann gibt es den 875er, der hat 251 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 160 Litern, 23 Litern für DEF, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 21,2 Tonnen und kostet 216.000 Euro. Die Einstellungen und so weiter haben wir schon gesehen, außer die Motorenausführung hier, da haben wir den 875er, der hat 251 PS, den 875er Stage 1 mit 360 PS.
S. Dann haben wir noch den 875er Flexbank. Das ist dieser hier. Der kommt mit einer Leistung von ebenfalls 251 PS. Alle anderen Merkmale sind dieselben. Außer natürlich die Motorenleistung. Die ist auch hier zwischen 251 und 360 PS. Wir kommen zu der Case IH Luxum Series von Blauea. Downloadgröße 17,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von standardmäßigen 99 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 150 Litern, 14 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,3 Tonnen und kostet 74.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Rund um Leuchten gibt es natürlich dann auch hinzu, einmal nur links oder beide. Anhängerkupplungen gibt es vorne entweder Frontgewicht oder einen Treibpunkt. Frontladeranbau kann gewählt werden zwischen Quickie und Hauer. Motorenausführung gibt es den Luxum 100 mit 99 PS, dann gibt es den 110er mit 107 PS und den 120er mit 117 PS. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen diesen Rot- und Schwarz- und Weißtönen. Und die Felgenfarbe ist natürlich aus dieser Farbpalette hier auszuwählen. Wir kommen zum CML Dekoplau B Tiefenlockerer von Fred Modding, Downloadgröße 6,94 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer natürlich mit einem Gewicht von 1,7 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 8.000 Euro. Wir kommen zum Zeto Uri 5. und 6. Modernisierung von Papaya CZ, Marta 118. Downloadgröße 39,73 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in drei Ausführungen hier plus einem Gewicht, das vorne angebaut werden kann. Wir gehen mal den ersten hier durch. Der hat eine Leistung von 72 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, 25 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,2 Tonnen und kostet 41.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Lizard. Dann gibt es hier einen Standard Luftvorfilter, der kommt dann hier hinzugebaut. Das ist dieser hier, ein erhöhter Luftvorfilter, dann Standard Luftvorfilter 2 und dann noch die erhöhte Version davon. Konfiguration Gewichterahmen kann geändert werden zu Fronthydraulik mit Rahmen und Gewichterahmen nur. Motorenausführung haben den 7211er mit 72 PS, dann 7711er mit 77 PS. Und zurück geht's zur ersten Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, also entweder schwarz oder schwarz-grün, und betrifft den Aufbau, also die Kabine. Die Designfarbe kann gewählt werden aus weiß-rot und rot 2 und betrifft das Dach. Die Designfarbe kann gewählt werden aus diesen beiden Rottönen und betrifft die ganze Farbe, also den Body. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Dann haben wir den 7745er, der hat eine Leistung von ebenfalls 72 PS, wird manuell geschaltet, hat eigentlich dieselben Merkmale, kostet 44.000 Euro. Und hier kann natürlich noch mit dem Kotflügel zusätzlich noch was verändert werden, aus Kunststoff oder aus Metall. Das alles andere bleibt identisch, außer die Motorenausführung. Da haben wir den 7245 mit 72 PS und den 77er mit 77 PS. Die Farboptionen bleiben dieselben und daher gehen wir gleich zum Horal System. Und zwar kommt dieser mit derselben Leistungsmerkmalen wie schon gesehen, kostet auch 44.000 Euro. Und hier gibt es lediglich noch einen Funkempfänger, der hinzugebaut werden kann. Alles andere ist genau identisch mit dem, was wir schon gesehen haben. Zusätzlich gibt es noch ein Gewicht, das zwar 600 Kilo heißt, aber 700 Kilo wiegt, kostet 600 Euro und kann natürlich hier geändert werden mit dem Anbaukupplungstyp von Gewichterahmen. Das ist das für den Zetor selbst oder für die Fronthydraulik, die Version. Wir kommen zum selbstständigen Grubber. Das ist ein Übersetzungsfehler und zwar sollte dies heißen selbstgemachter Grubber. Dieser kommt von Heistel Mods, Downloadgröße 3,14 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 375 Kilo, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,4 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 800 Euro. Die Ecken können entfernt werden, das ist hier hinten, und dann auch wieder hinzugefügt. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Vintage-Palette und die Designfarbe natürlich ebenso aus derselben Farbpalette. Wir kommen zum Case Titan Floater Pack. Dieses kommt von JT Sage. Downloadgröße 39,1 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket als modulares System, und zwar einmal den Titan 3000 Floater. Der kommt mit einer Leistung von 340 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 570 Litern, 106 Litern DEF, 48 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 12,1 Tonne und kostet 273.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Fredestein, Continental und Trelleborg. Dann können hier Zahlen hinzugebaut werden, einmal zwischen 1 und 9, und die werden hier vorne auf der Motorhaube sichtbar. Dann gibt es die Kotflügel, ja oder nein, das ist diese Version. Die Motorenausführung haben den Titan 3040 mit 340 PS, den 3540 mit 410 PS und zurück geht's zur ersten Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Dann haben wir den Titan 4000 Floater, der hat eine Leistung von 340 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 570 Litern, 106 Litern DEF, 48 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 12,8 Tonnen wiegt dieser und kostet 282.000 Euro. Die Reifenhersteller haben wir schon gesehen, die Reifenvarianten natürlich auch. Zahlen und Kotflügel bleiben dieselben. Motorenausführung gibt es den 4040, das ist mit 340 PS, den 4540 mit 410 PS. Alles andere haben wir schon gesehen, deswegen machen wir gleich weiter. Und zwar kommen wir zum FA810 Airboom. Ist ein Düngestreuer, mit dem auch Kalk ausgebracht werden kann. Hat ein Volumen von 15.000 Litern, wiegt 3 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 21 Tonnen, Streuwarte oder Arbeitsbreite ist 18 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 30 km/h und der Preis 95.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Einzeltank zu Doppeltank mit Ausbringung von Deckfruchtsaatgut und zurück zum Einzeltank. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der schon gesehenen Farbpalette. Dann gibt es den 610er Liquid System, das ist natürlich dann für Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger. Der kommt mit einem Volumen von 7571 Litern, 3 Tonnen wiegt dieser, Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h und die Sprühweite ist bei 28 Metern. Der Preis ist bei 103.000 Euro. Und zuletzt haben wir noch den L4000 G4, das ist ein Mineraldünger und Kalkstreuer. Hat ein Volumen von 14.000 Litern, wiegt 1,8 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 20,7 Tonnen, 28 Meter ist die Streuweite, 30 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 32.000 Euro. 30 km/h Arbeitsgeschwindigkeit klingt für mich schon mal sehr, sehr gut, sehr verlockend. Der Aufbau kann hinzugebaut werden, womit dann das Volumen auf 18.000 Litern anwächst und zurück zu keinem. Wenn keiner gewählt ist, kann eine Abdeckung draufgepackt werden, ja oder nein. Wir kommen zum Hühnerstall. Dieser kommt von Camilosch 0397, Downloadgröße 9,01 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich den Hühnern. Das ist dieser Hühnerstall hier. Kostenpunkt zum Platzieren 85.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt bei 40 Euro und die Kapazität ist bei 1500 Hühnern. Da kann natürlich auch aufgemacht werden. Da hat man hier diese Vorhalle. Hier kann das Licht eingeschaltet werden. Das ist sehr, sehr hell. Dann haben wir hier den Spawnpunkt für natürlich die Eier. Hier drin haben wir den eigentlichen Hühnerstall. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diese Futterglocken zu heben. Hier haben wir den Hinterausgang. Und das war es dann eigentlich schon fast für diese Mod. Hier kann doch das Futter eingefüllt werden. Und damit kommen wir schon zu der letzten Mod für heute. Und zwar ist dies die kleine Garage von Mattei Mods. Downloadgröße 7,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Garage hier, Kostenpunkt zum Platzieren 35.000 Euro. Unterhalt pro Tag ist bei 15 Euro. Das ist diese kleine Halle hier.
Hier kann auch Licht eingeschaltet werden. Also hier gibt es zwei Parkplätze eigentlich. Ja, die Textur ist hervorragend. Und dann war es dies auch schon wieder für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir dein kostenfreies Abo ab, willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken an den Sponsor dieses Videos, und zwar ist das der Henning. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass du ein Hofkönig bist. Mit diesen Worten bedanke ich mich, weise darauf hin, dass ihr natürlich auch erwähnt werden könnt, wenn ihr das möchtet, indem ihr die Kanalmitgliedschaft holt. Einfach auf den Link oben rechts auf dem i klicken, damit ihr dahin geführt werdet. In diesem Sinne würde ich mal sagen, war es das für heute, und ich würde dann auch schon jetzt sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, bis morgen mit den Mods von morgen. Danke, tschüss und hasta luego.